Hallo, liebe Zuschauer, der Optionsmarkt positioniert sich für eine möglicherweise bevorstehende starke Marktbewegung. Liebe Zuschauer, am Gold- und am Silbermarkt, da ist es so, dass die Optionshändler sich positionieren für eine potenziell starke Bewegung. Liebe Zuschauer, wir sehen hier. Und solche Bilder zeigen wir eigentlich mit gewisser Regelmäßigkeit bei Optionsuniversum. Wir sehen hier die Volatilitätsverteilung über den Strikes. Hier ist der SPY, der ETF auf den wichtigsten US-Aktienindexen S&P 500. Da sehen wir auf der vertikalen Achse wieder mal die impliziten Volatilitäten und auf der horizontalen Achse die Strikes. Wir sehen also, welcher Optionsstrike hat welche implizite Volatilität für diesen Verfallstermin. Das ist der nächste große Hexensabbat Mitte Juni. Wir sehen das allzeit gewohnte Bild, dass nämlich die Puts, das ist das, was links von dem blauen Pfeil ist, die Put-Optionen sind relativ betrachtet deutlich, deutlich teurer als die Call-Optionen. Ich habe auch mal den Minimum, den kleinsten IV-Wert, den man hier überhaupt antreffen kann, einmal eingetragen. Der ist ungefähr bei einem Strike von 545 und der Basiswert zum Zeitpunkt des Snapshots war bei etwa 526,5 Dollar. Soweit so normal. Das ist ganz normal. Der Aktienmarkt und die Struktur, wie solch ein Volatilitätsprofil aussieht. Und der Grund, warum das so ist, ist natürlich der, dass Aktienmarktcrashes nur nach unten stattfinden. Es gibt keine Aufwärtscrashes. Manchmal benutzt man das Wort Aufwärtscrash, aber so richtig brutale Abwärtsbewegungen von 20, 30% in nur wenigen Wochen, die ganze Jahresbewegungen aufwärts zunichte machen können. In solch einem Crash, das gibt es eben nur zur Unterseite. Umgekehrt gibt es das eben nicht in der Form. Und jetzt machen wir den Sprung zum Edelmetall, zum Gold. Bei Gold ist die Kurve exakt spiegelbildlich, also nicht natürlich nicht exakt spiegelbildlich, aber vom System her genau gespiegelt, dass wir nämlich das Minimum, die kleinste auftretende implizite Volatilität und die Call-Optionen sind erheblich, erheblich teurer. Warum ist das so? Ganz einfach. In Edelmetall kann es eben passieren, anders als im Aktienmarkt, dass es eine richtige Kaufpanik gibt, also eine richtige Panik und dass die Leute Gold kaufen, 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 als gäbe es morgen keins mehr und dass eben der Preis richtig nach oben explodiert. Mit genau derselben Geschwindigkeit, wie es abwärts gehen kann, kann es im Edelmetallmarkt wirklich auch nach oben gehen und der Optionsmarkt, der Preis, das ein, dass die Wahrscheinlichkeit für eine zumindest deutliche Aufwärtsbewegung in Gold ganz, ganz klar gestiegen ist. Wir haben im Essen eine etwas wachsende Steilheit dieser Volatilitätsverteilung und vor allen Dingen haben wir natürlich diese spiegelbildliche Verteilung überhaupt, dass eben die Calls deutlich teurer sind. Warum? Die Calls werden mehr nachgefragt. Man kann natürlich mit so einem Call viel Geld verdienen, wenn tatsächlich der Goldpreis, also der Basiswert wirklich stark steigt. Das wissen wir nicht, ob das passiert. Und bei Optionsuniversen werden wir auch nicht einfach Calls kaufen. Wir halten das für keinen guten Trade. Aber vielleicht nützt Ihnen ja allein die Information schon, dass sich der Optionsmarkt entsprechend positioniert, dass eine deutliche Aufwärtsbewegung an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat. Vielleicht steht sie bevor, wer weiß es schon so genau. Das kann man daraus auf jeden Fall ablesen. Wir bei Optionsuniversum, wir handeln allerdings, wie gesagt, nicht einfach gekaufte Calls, sondern wir würden dann eher solche Lieblingsstrategien wie den Burmeister Call oder auch das Zebra machen. Das sind alles so Begriffe für Strategien, die wir handeln. Gemischte Strategien aus gekauften und verkauften Optionen. Das behandeln wir zum Beispiel in unseren Webinaren. Wenn Sie da Fragen dazu haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Und vielleicht haben wir da auch was für Sie, falls Sie das interessiert. Aber vielleicht hilft Ihnen ja einfach der Hinweis, den ich jetzt gebracht habe, dass, wie gesagt, die Marktsituation so ist, dass mindestens aus Sicht des Optionshandels, und das sind immerhin deutlich mehr Profis anteilsmäßig unterwegs als einfach nur am Aktienmarkt oder am puren Goldmarkt, dass die Wahrscheinlichkeit einer solchen möglichen starken Aufwärtsbewegung in Edelmetall deutlich gestiegen ist. Na, liebe Zuschauer, das soll jetzt keine Marktprognose sein, aber das ist so ein kleiner Hinweis, wie wir arbeiten und wie man, das können Sie alle auch selber machen, wie man arbeiten kann, wie man auf den Markt schauen kann mit scharfem Auge, was man für Dinge entdecken kann. Und das sind jetzt alles Pfeile im Köcher von den Goldbullen in dem Fall. Ob, wie gesagt, solch eine Bewegung tatsächlich zustande kommt, kann man vorher nie wissen, aber wir reden immer von Wahrscheinlichkeiten und dieser Hinweis, den uns dieser Optionsmarkt gibt, den beziehen wir dann in unsere Strategie natürlich dann mit ein.
Ja, da bin ich schon am Ende dieses Videos angelangt. Wenn Ihnen unser Content gefällt, dann vergessen Sie bitte nicht, uns ein Like zu geben oder ein Abo dazulassen auf YouTube und Facebook. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten, euer Olaf Lieser.